Yani. There are Granny's. Klaus Nonnemacher, Ringarzt, Professor Dr. Markus Meyer. Nun die Punktrichter. Aus der Türkei, Hasan Çağtaltaş. Aus Frankreich, Henri Chalet. Und aus der Türkei, Ertekin Arslan. Der Mann im Ring, aus Serbien, Goran Filipovic. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, liebe Kampfsportfreunde, it's time to fight! Der Kämpfer in der roten Ecke ist 30 Jahre alt, 110 Kilogramm schwer, 1,95 Meter groß. Seine Kampfbilanz: 24 Kämpfe, 21 Siege, 7 davon durch Knockout. Er ist momentan die Nummer 2 der WKU-Weltrangliste. Tritt an für das Bloodline Gym. Seine Ecke ist der Trainer Paul Baruch. Meine Damen und Herren, aus dem Kongo, Afro Modern England, Kazadi! Sein Gegner in der blauen Ecke ist 26 Jahre alt, 100 Kilogramm schwer, 1,91 Meter groß. Seine Kampfbilanz ungeschlagen. 26 Kämpfe, 26 Siege, 21 davon durch Knockout. Er ist amtierender WKU Weltmeister im Superschwergewicht. Tritt an für das Kampfsportzentrum Schweko in seiner Ecke. Die Ex-Weltmeister Pavlica und Bladen Schweko, Zonko Jusekovic und Kappler, Tilo Kuckler. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, the Champion aus Mönchow, Michael Michi. Der Kampf ist angesetzt auf 5 Runden. Die Fighter, in bitte, die Fighter ist zu sehen. Die Kämpfer sind bereit. Michael Smolnik ist zu einem Star geworden. Herzlich willkommen hier am Ring. Zum nächsten Auftritt des deutschen K.O. Großmeisters. Und alle erwarten ja von Smolnik inzwischen, dass er ratzfatz Tabula Rasa mit seinen Gegnern macht. Zuletzt schoss er Roland Dabinovci, immerhin Schwergewichtsweltmeister. Kurzfristig ab. Also, und hier direkt wieder ein spektakulärer Kampf. Drehkick zum Körper von Mbamba. Aber das ist der bislang stärkste Gegner, den er vor den Fäusten hatte. Durchtrainiert, der Mann aus dem Kongo, der in London lebt und findet diesen Drehkick zum Kopf und muss runter. Da liegt er am Boden und Filipovic geht über ihn. Und ich glaube nicht, dass er nochmal hochkommt oder packt das nochmal. Filipovic zählt, und dann ist alles.